Hallo Leute, willkommen zurück in Willow Creek in unserer lustigen komischen WG. Und der Kontostand hat sich total verändert. Warum? Weil die Handwerker jetzt da sind und Mimas Zimmer machen und das Badezimmer. Ist aber noch nicht fertig. Badezimmer muss gemacht werden und eigentlich sind es mehr Möbelpacker, weil Mima kriegt ja eigentlich nur Möbel in ihr Zimmer, also neue Möbel oder eigentlich ihre Möbel. Eigentlich ist es unlogisch. Eigentlich hätten die Zimmer von Anfang an möbliert sein sollen, also wenigstens die Schlafzimmer, weil die ziehen ja nicht ganz ohne Sachen hier ein. Aber ich wollte nicht, dass sie am Anfang schon alles haben in ihren Zimmern, also hatten die jetzt erstmal nur die Notausrüstung. Und jetzt sind sozusagen die Umzugsleute da, bringen endlich Mimas richtige Sachen und die Installateure sind im Bad und machen das Badezimmer. Ja, und deswegen haben wir jetzt nur noch 3.500 Simoleons. Ganz schön teuer, so ein Umzug und ein Badezimmer. Und das ist dann wahrscheinlich heute Abend oder so fertig. Mal gucken. Im Moment kann niemand in das Zimmer, also alles abgeschlossen. Nur die Handwerker können rein. Miaxa. Grants. Grants. Grants, Grants. Was ist denn Grants? Was hat er denn? Weil da Essen auf dem Herd steht. Ja, ist das Essen doch. Ja. Oh, hat da der. Oh, der Hausboy war aber heute fleißig. Guck mal. Fein. Die ganzen Tassen sind weg. Also der Hausboy hier arbeitet besser als unsere Reinigungskraft im Livestream. Sehr schön. Hier waren vorhin mit Plüdoch draußen am unten am Fluss und haben mit Dingens geredet. In der Zeit hat er aber ordentlich gearbeitet hier. Schön. Aber irgendwie sind die Sims hier in der Villa auch mehr selber damit beschäftigt, immer alles aufzuräumen und sauber zu machen. Im Livestream in Oasis Springs da, in der Apartment-WG, die lassen irgendwie alles immer mehr eindrecken. Oh, und Mima freut sich auf ihr Zimmer. Haha, ich bin die Erste, die ihr Zimmer kriegt. Neues Badezimmer, yay! Ja, und das ist aber auch richtig so, oh, da geht der Hausboy. Das ist auch richtig so, weil Mima hat mit ihrer ganzen Malerei ja dafür gesorgt, dass wir überhaupt zu Weihnachten schon so viel einrichten konnten. Kriegst du zuerst dein Zimmer, ja, fein. Danach kommt Aresin, dann Lala. Und dann die Jungs. Aber man kann Mima halt nicht in ihr Zimmer. Vielleicht dauert es auch noch bis morgen früh, da muss er halt nachts irgendwo auf dem Sofa schlafen. Mal schauen. Ich denke, es wird bis morgen früh dauern, ja, ja. Morgen Vormittag machen sie noch ein bisschen, dann sind sie fertig und dann räumen sie auf. Kannst du ab morgen Vormittag kannst du wieder in dein Zimmer. Hast ein schönes neues Badezimmer auch. Bis dahin musst du stinken. Oh, das wird sie schon durchhalten, da geht's ja hervorragend. Schön. So, was macht Lala denn? Lala guckt sich. Was machen die denn hier? Lala und Ultra zusammen im Wohnzimmer, okay. Oh, Lala wird wohl gerne in die Klunker ran. Nee, nee, Lala. Bleibt schön da, das ist Deko. Ja. Oh, ich glaube, Lala will mit Schach spielen. Yeah. Und Ultra überlegt, wie er das nächstes ärgern kann, bestimmt. Ultra zu Besuch. Aber niemand beachtet ihn. Oh, er scheint kokett zu sein. Hm? Na lala, willst du nicht mal mit Ultra reden? Nein, ich glaube nicht. Aber Ultra scheint sich ja wohl bei uns zu fühlen. Das ist schön. So, mal gucken, wer gewinnt hier. Aha, Mac. Mac? Oh nein! Kein Mac, PC. Aber Max denn keine Macs? Etwas gegen Apple. An Apple each day keeps the doctor away. Wir sind eben PC-Kinder. Achso, wer? Ich habe gar nicht. Wer hat denn gewonnen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich war so von meinem Wortspiel fasziniert. So, spielt er so weiter? Nein. Ja, ohne ein Wort zu sagen, geht sie. Mima geht's einfach nur gut. Lala macht ein Nickerchen. Hatte Lala verloren? Na egal, auf jeden Fall haben sich nicht gestritten. Das ist sehr schön. Na, plopp. Wann musst du denn wieder zur Arbeit? 22 Stunden erst, das ist ja schön. Wo ist denn Ultra? Ultra kommt, glaube ich, nur vorbei, weil unsere Anlage besser ist als die in der Apartment-WG. Gefällt dir besser, ne?
In Oasis Springs haben sie ja nur so eine kleine, schrottige. Vielleicht würde Mima gerne mal mit Ultra reden. Mima, hast du gerade irgendwas vor? Außer dumm rumsitzen, hat sie nicht. Ja, dann komm doch mal runter zu Ultra und kannst ja mal mit ihm tanzen. Zu gehen, mit Ultra tanzen, was machen. Und Batze ist wieder da. Nicht befördert worden, aber großartige Arbeit geleistet. Sehr schön, Batze. Wunderbar. Aber irgendwie sind alle wieder da. Ach ja, toll, war nichts mit zusammen tanzen. Ultra ist gegangen. Ja, tschö, Ultra. Tschö, irgendwie mal. Muss halt allein tanzen. Hm. So ein Batze. Baden? Oh, Batze will direkt in Mimas Badezimmer. Ja, geht aber nicht. Da ist noch zu. Da sind die Handwerker noch drin. Habe ich vergessen, die Tür zu schließen? Nein, aus! Okay. Oh, ey, nein. Von wegen. Weig da, Batze. Die Tür ist doch zu. Wieso können die da rein? Ich hab das. Habe ich das vergessen? Geh da raus, Batze. Hatte das doch zugemacht für alle. Oh, da! Hat, oder ich... Tür abschließen für jeden außer Angestellte, sagen wir mal. Mann, Scheiße, was soll denn das? Hat ich doch gemacht. Als sie gebaut haben. Dann habe ich sie gespeichert und dann hat es wahrscheinlich wieder nicht gedingst. Tür abschließen für jeden außer Angestellte. So. Schämtheit. Ist ja so gedacht, Batzel. Hm? Und selbst wenn, dann hättest du da nichts zu suchen gehabt, weil das Mima gehört. Jetzt zieh mal deine normalen Sachen an. Das sieht ja furchtbar. So. Also am Duschen. Oh, Arisi spielt. Plop, Arisi verliert. Oh Gott, jetzt spinnt sie wieder. Ja, wenn immer eine Portion Achselschweiß, das beruhigt sie. Nari denkt sie, ah, ich gehe mal lieber mit der Verrückten zusammen. Allein in einem Raum ist, glaube ich, nicht gut. Tschüss, Mima. Ja, Mima, freust du dich auf dein Zimmer? Kannst bald rein. Morgen. Morgen kommt das, sind sie fertig. Lala denn da? Lala guckt sich konzentriert die Rakete an. Ja, dann mach das mal. Arisi sitzt vorm Computer und spielt Sims Forever. Ich glaube, Arisi hat noch niemals in Foren provoziert. Ist er einfach zu nett für. Der fünfte Videospielfähigkeit. Yeah. Genau das, was man als Konditorin so braucht. Aber du duscht immer noch nach dem harten Arbeitstag und Batzel bald. Na schön. Na, ist ja alles gut. Oh, jetzt will Lala spielen, trainieren. Lama Spiel trainieren. Da steht immer noch die Tasse. Die Tasse hat der Hausboy nicht weggeräumt. Oh, zusammen mit Mima spielen? Ja, dann mal los. Oh, zusammen mit Mima streiten oder plaudern. Lamarck, a maybe? A believe is apple. Nirvana, kaboom. Ah, siehst gut, dass mir gefällt dein Hut. Hör, guck mal dahin. Ach, Gott. Ja, fanden sie wohl beide. Das ist dann sehr gut. Gott. Ja, bin Minak. Oh, Lala will lieber weiter trainieren. Mima spielt auch mit. Nein, möchte Mima nicht. Mima möchte lieber mit Aare plaudern. Mima hat gerade ihren Gesprächigen anscheinend. Gut, Lala, dann bist es nur noch du. Du gegen das Lama.
Mima hält irgendwie alle Leute immer davon ab, was sie gerade machen. Ara hat Schach gespielt, Mima kommt, Ara muss aufstehen, mit ihr reden. Lala spielt das Lama-Spiel, Mima kommt, Lala muss aufstehen, mit ihr reden. Oh, mit anfassen, bei Ares mit anfassen, yeah! Da unterbricht er sein Schachspiel bestimmt gerne. Pups essen ist immer noch da oben. Puh. Wo will Ari hin? Oh, Ari geht kickern, yeah! Mal los, Ari! Ich sehe kein Tor. Mann, wie kann man denn da immer daneben schießen? Oh, hat er anscheinend doch ein Tor geschossen. Wie auch immer. Flüß wäre da nicht gefördert worden, aber tolle Arbeit geleistet. Sehr schön, Flüß. Das ist gut. Ja, aber also hier, das geht schon finanziell. Wir kriegen bis nächste Woche auf jeden Fall wieder genug Geld für die nächste Rechnung zusammen. Das ist schön. Und kriegt Aresi bald ihr nächstes Zimmer. Ich meine ihr Zimmer. Das nächste Zimmer, meine ich, wird dann Aresis Zimmer sein. Und morgen sind die Handwerker mit deinem fertig. Ja, freust du dich? Was ist... Kemper, wieso steht der im Kühlschrank? Wer hat den denn in den Kühlschrank gebracht? Da hält er sich ja noch länger. Ach Mist. Der Kemper Eintopf ist im Kühlschrank. Und das war die letzte Portion. Wer stellt denn das Pupsessen auch noch in den Kühlschrank? Sehr furchtbar. Oh Mann, noch zwei Stück. Toll. Welcher Wert hat das da reingestellt? Jetzt stellen die das blöde Essen schon in den Kühlschrank, damit sie noch länger hält. Außerdem das Pupsessen. Ja, toll. Saschel. Und trink ruhig mal ein bisschen mehr Tee. Hier, Kaffeemaschine ist kaputt. Trotzdem, den Tee wird nicht getrunken. Giftwolke, ja, hervorragend. Das Pupsessen. Und Watze regt sich über den Pups von Mima auf. Genau der richtige. Watze, du pupst doch dauernd. Ja, ja, es ist immer noch heiß. Es ist schrecklich, ich weiß. Aber Sims. Wahrscheinlich pupst du mal schon besser als Batze. So, nachdem Mima die Küche voll gepupst hat, geht sie. Naja. Wer ihn hat zuerst gerochen, dem ist er aus dem Pool gerochen. Also manchmal übertreiben die Sims aber auch. So viel Müll ist jetzt ja hier nun nicht mehr in der Küche. Stinker. Batze ist zu cool, um mit Mima abzuhängen. Batze geht ins Bett. Oh, guck mal, Mima malt ein Bild. Freiwillig. Sehr nett. Oh, sie freut sich auf ihr Zimmer. Ah, oh, kann ich mal reingucken. Die Umzugsleute sind fertig mit Einräumen, meine ich. Nur im Badezimmer sind sie noch dran, die Installateure. Oder waren dran, jetzt sind sie wahrscheinlich auch nach Hause gegangen. Morgen räumen sie dann auf und morgen früh kann Mima dann in ihr Zimmer rein. Schön, was machen wir denn da überhaupt? Schön, Mima hat lange kein Bild mehr gemalt. Also ich meine freiwillig von selbst. Sehr schön, Mima. Und Lala geht schon wieder ein Nickerchen machen. Das Sofa gefällt Lala irgendwie. Ja, dann schlaf schön, Lala. Arisi spielt immer noch. Und jetzt geht's ins Bett. Ja, dann mal los. 22.30 Uhr. Licht aus, Bettruhe. Ari liegt schon im Bett. Batze schläft auch im Plüs unterwegs. Plü will Pups essen. Ja, schön. Ah, dieses blöde Pups essen. Wer hat das in den Kühlschrank gestellt? Macht das das Personal? Also könnte das das Personal gewesen sein? Unser Hausboy?
hat er das Essen oben vom da von der Terrasse geholt und in den Kühlschrank extra gestellt, damit sie das noch länger hält. Na toll, haben wir ein Glück! Ah, es heißt Pli. Der Bug wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Ich glaube nicht, dass sie den so schnell wegmachen. Weil er ist ja jetzt wirklich nicht so spielentscheidend. Also mit den Toiletten, das war echt schlimm. Aber es ist einfach ein störender Bug. Es wäre schön, wenn der doch irgendwann mal weggemacht werden würde. Und wenn nicht immer mit jedem Patch dann wieder ein neuer Bug mit reinkäme. Aber ich verlange wohl einfach zu viel. Man muss ja froh sein, wenn nichts Schlimmes passiert. Ja, ich weiß, nicht angenehm für, aber wir können nichts dagegen tun. Du bildest dir das im Grunde nur ein. Es ist ein Bug, verstehst du? Es ist eine psychologische Sache. Geh mal zum Verhaltenstherapeuten. Oh, Herr Doktor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Egal, was hier ist, es kommt mir immer zu heiß vor. Selbst wenn es Eis ist, Joghurt, verstehen Sie? Chips. Ich habe immer dieses Hitzegefühl. Also im Moment würden hier ein Psychiater in der Sims-Welt einen Haufen Geld machen. Alle Patienten würden mit all demselben Phänomen zu ihm kommen. Oh, ich empfinde jedes Essen, was ich zu mir nehme, als zu heiß. Es ist schrecklich. Mann, da könnte man eine Menge Geld machen. Patienten gäbe es im Moment genug. Ja, wir sollten eine Praxis aufmachen. Aber beim Berufsupdate war kein Psychiater oder Verhaltenstherapeut dabei, ne? Hm, schade. Die hätten im Moment immer eine volle Praxis. Viel mit deiner Psyche stimmt einfach irgendwas nicht. Nein, ihr könnt nichts dafür. Oh, Plü geht kickern. Yeah. Machen wir wohl irgendwann bald mal ein Kicker-Turnier. Warum Lala nicht richtig ins Bett geht, weiß ich auch irgendwie nicht. What's the next? Plü kickert und träumt von Fesselspielen. Oh, schwuchs, schwuchs. Ja, Plü ist schlecht im Kickern. Plü muss auch trainieren. Der hat sich ja mal so aufgeregt. Das war ja wieder wahnsinnig lang, Plü. Oha, okay. Da Mima im Moment nicht in ihr eigenes Schlafzimmer kann, hat sie sich einfach bei Plü ins Bett gelegt? Kann man sich in das beantragen? Also Plü hat doch... Das ist doch sein Bett, das hat er doch beansprucht. Können sich andere Sims dann einfach in ein von einem anderen Sim beanspruchtes Bett legen? Mima hat ist ja, ja, okay. Das wüsste ich gar nicht, dass es geht. Also wenn die Zimmertür auf ist, ich dachte, in einem beanspruchten Bett kann dann auch nur der Sim schlafen, der es beansprucht hat. Ja, blöd, was machen wir jetzt? Wo schläfst du jetzt? Und was ist denn mit Lala? Lala beschämt? Oh, Plü ist ins Bad gelatscht, als Lala hier drin war. Pfui, Plü, sollst dich schämen. Perverser. Ist ja ekelig. Aber Lala geht's wieder gut. Lala, musst du dich doch nicht schämen, wenn Plü reinkommt. Ja, Plü, wir wissen jetzt alle, worauf du stehst. Auf Pinkelspielchen. Ich dachte, es wären nur die Sachen mit den Handschellen. Also es wird noch schlimmer mit Plü. Pfui, Plü, pfui. Zur Strafe sperren wir ihm jetzt im Klo ein. Haha. Also eigentlich war das Lala, aber Lala ist weg. Darum habe ich das schnell übernommen. Hast du gut gemacht, Lala. Ha. Mit Plaudern durch die Tür. Ja, so Plü. Ich glaube, sie möchte ihn wieder rauslassen, weil sie so nett ist. Naja, gut, von mir aus. Aber eigentlich hat Plü auch noch die Toilette kaputt gemacht. Ich weiß nicht, eigentlich finde ich... Plü ruft mal den Reparaturdienst an, Lala lässt ihn dann wieder raus. Nein, los, weiter. Sie tut mir total leid, ich habe ihnen die Toilette kaputt gemacht. Können Sie bitte schnell jemanden schicken, ich krieg sonst total Ärger. Von den anderen. Noch weiß ja keiner, dass die Toilette kaputt ist. Ja, Plü, da kommst du schon wieder raus aus der Nummer. Und Lala räumt auf.
Das ist ja sehr nett. Und jetzt geht's sogar mal richtig schlafen. Ich frage mich dann, wo Plü gleich ins Bett geht. Plü geht jetzt bei Lala schlafen, weil Mima in seinem Bett liegt. Oh, Wettlauf ins Bett. Ja, aber Lala wird zuerst in ihrem Bett ankommen. Yeah, ja, Lala ist schneller. Darum geht sie. Also Plü kann jetzt nicht bei sich im Bett schlafen, weil sich Mima da einfach einquartiert. Ja, aber muss Plü wohl auf dem Sofa schlafen. Ist aber selber schuld. Hat er nicht anders verdient. Ist die Strafe, weil er eben zu Lala ins Badezimmer gekommen ist. Ja, so, war aber nichts. Oh, jetzt, nee, jetzt schnappt er sich Batz ins Bett. Ach, hier, Batz ist auf der Toilette und pupst. Ach. Ja, Pech gehabt, Batz. Obwohl, Batz ist auch gar nicht mehr müde. Jetzt schläft Plü dann halt bei Batz im Bett. Ach Gott. Und Batz interessiert das überhaupt nicht. Heißt nur, weil Mima bei Plü ins Bett gegangen ist. Weil sie im Moment nicht bei sich reinkommt. Morgen früh kommen noch mal kurz die Handwerker, räumen alles auf, Mima, dann kannst du in dein Bett, dann ist alles wieder in Ordnung. Und die Reparaturfrau hat repariert. Das ist ja schön. Und muss dringend aufs Klo. Sandy Palm. Hätte sie ja noch von mir aus, wenn sie das Klo schon repariert hat, bei uns schnell gehen können, aber geht wohl lieber bei sich auf die Toilette. Schön. Morgen kannst du auch wieder in deinem Bett schlafen, Plü. Was machst du denn? Provozierst du ihn vorn? Ja, war ja klar, natürlich. Was soll Batze auch sonst machen? Na schön, dann machen wir hier Ende für jetzt mal. Sind im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Im nächsten Teil gucken wir uns dann Mimas neues Zimmer an. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, passt auf euch auf. Werdet nicht krank. Es ist kalt und regnet. Und was auch immer er tut, tut es nicht so oft, weil man wird blind davon, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschö! Ah.